Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Was habe ich heute denn Schönes für euch im Petto? Ja, ich habe mich gerade selber gewundert, als der Postbote geschellt hat und ich bin da unten gegangen. Ich muss auch mal gucken, hier, ob alles sitzt. Habe ich gedacht, du hast doch deine Glossyboxen schon bekommen. Aber ich habe natürlich, ja, die Glossy Bag habe ich ja bestellt, ne? Die Sommer Glossy Bag. Und die ist natürlich jetzt gekommen. Und die machen wir jetzt zusammen auf. Ich habe noch nicht reingeschuckt. Geschuckt habe ich sowieso noch nicht. Reingeguckt habe ich nämlich auch noch nicht. So, das ist, dieses schöne Schätzchen, ne? Für 35 Tacken gab es dieses Schätzchen für Abonnenten, für Nicht-Abonnenten 45. Und ich finde die Tasche sehr, sehr schön. Und ja, das ist die Glossy Box Limited Edition Summer Beauty Bag. So, jetzt haben wir es doch. Und ja, es ist alles hier drin aufgeführt. Und ich denke mal, wir fangen sofort an, um zu gucken, was drin ist, ne? Also die Bag werde ich auf jeden Fall nehmen für Kosmetik, ne? Wenn man wegfährt, obwohl kannst du auch so was Schönes reintun. Wir machen sie einfach auf. Es ist sehr hochwertig. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und ja, oh, so viele schöne Sachen. So viele schöne Sachen. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Und das ist hier von Muti steht da. Muti. Ah, Muti. Purifying Gel Cleanser. Das ist dieses kleine Mäuschen. Das ist, Moment, wie viel sind da drin? 5 Milliliter, genau. Setze im Sommer auf clean, milde und dennoch intensive Hautreinigung. Dieser vegane Cleanser verzichtet auf austrocknende Alkohole. Cleanser ist immer gut, Leute. Oder starke Tenside und schont damit den Säureschutzmantel deiner Haut, ohne sie zusätzlich auszutrocknen. Deswegen bin ich heute auch in einem Sommerlook. Ja, jetzt dreht sie wieder durch. Also, Talg und Make-up gründlich zu entfernen. Die aktiven Enzyme des Komplexes intensivieren die Reinigung und versorgen deine Haut gezielt mit Feuchtigkeit. Also, das ist jetzt die kleine Variante davon. Kostet 3,90 €. Genau, die große Variante mit 200 Milliliter kostet 29,50 €. Aber das ist so ein kleiner Pumper. Ich bin gespannt. Wenn ich es aufgebraucht habe, sage ich euch ja immer, wie es war. So, als nächstes haben wir von Nip und Fab Ultimate Vitamin C Scrub. Das ist die Tube. Ist natürlich eine große Tube. Das ist ein Vitamin C Fix Scrub, habe ich ja schon gesagt. Genau, sie wiederholt sich. Dieses energetisierende und aufhellende Peeling wird ab sofort zu unserem Pflegemust-Have. Seine Beauty-Geheimwaffen für einen frischen und klaren Ton. Vitamin C, Kaffeesamenextrakt und Kokosnussöl. Und die Benefits? Während es abgestorbene Hautschüppchen sanft abträgt, werden feine Linien und Fältchen reduziert. Die Haut genährt und geschmeidig gepflegt, belebt wie gestärkt, einfach unentbehrlicher. Da bin ich mal gespannt. Also eine haselnussgroße Portion entnehmen und sanft auf die feuchte Haut einmassieren. Dabei die empfindliche Augenpartie aussparen. Mit lauwarmem Wasser abspülen. 75 Milliliter, 14,90 €. Muss mal gucken, ist das drauf? Oder? Nee. Das ist noch, die Tube ist noch zu, das ist nämlich gut, weil ich habe noch so viele Scrubs und die müssen erstmal aufgebraucht werden, bevor man wieder 3 Millionen andere Sachen anfängt. Von Aiko, eine Mascara. Hohoho, Aiko London Beach Waterproof. Oh. Ja, wasserfeste Mascara bin ich nicht so der Fan von, weil ich so empfindlich bin um die Augen rum, dass ich dann zu sehr schrubben muss. Wo will denn mein Ohrring hin? Sag das doch mal jemand, dass ich hier abstehe. Mensch. So, meine Engelsflügel, nicht? Aber ich probiere sie natürlich aus, logisch, in meinem Abo-Boxen-Make-up. Auf die Mascara muss man sich verlassen können, vor allem im Sommer, wenn einem die Temperaturen einheizen. Ja gut, das ist jetzt eine Mascara. 4 Milliliter, 11,50 €. Die große Version kostet 22 €. Dann haben wir das Augenbrauengel. Ja, ich benutze kein Augenbrauengel, deswegen wird das in eine Steffi-Box wandern. Von Saint Luxe.
5,8 Milliliter sind da drin, kostet 13 Euro. Ich zeige euch das mal eben. Oder muss ich mal gucken, ob es in eine Steffi-Box wandert oder andersweitig weiter. Ich muss mal schauen. Aber es wird nicht bei mir bleiben, weil ich es halt einfach auch nicht benutze. Deswegen wäre ich auch blöd, ne? Ja. Da haben wir noch was. Monuskin Illuminating Primer. Ja, Leute, den habe ich schon. Deswegen wird der auch weiter wandern. Und da kann derjenige sich freuen, der das dann mal bekommt. 37,50 Euro kostet der Primer und der ist richtig, richtig toll. Habe ich nämlich schon gehabt in den Glossy Boxen Sale. Ja. Du bist selbst im strahlenden Sonnenlicht einen perfekten Ton. Dieser Primer mit der Soft Focus Technologie reduziert optisch das Erscheinungsbild von Unebenheiten sowie Unreinheiten auf der Haut. Also der ist echt, echt toll. Aber den werde ich hier beide zur Seite stellen. Ich weiß nicht, kommt er in eine Steffi-Box? Kommt er irgendwie in eine andere Verlosung? Ich muss mal gucken, aber auf jeden Fall kommt er beiseite. Dann haben wir hier drin von Six eine Fußkette mit Textilband und Herz an. Oh, ein Fußkettchen. Ich habe schon ewig kein Fußkettchen mehr getragen. Das ist ja süß. Hä? Was macht da so ein Geräusch? Das ist doch toll, oder? Oh, das ist schön. Fußkette mit Textilband und Herzanhänger. 4,95 Euro kostet dieses schöne Teil. Ich werde es aber jetzt so dran. Ich glaube, also, wenn schön kurze Hose, ein Röckchen oder ein Kleid. Ich muss mal gucken, ob... Ich brauche eine Schere. Ich habe ja schon ewig kein Fußkettchen mehr getragen, geschweige denn... gehabt. Probieren wir doch jetzt einfach mal aus, ob das auch um meine Knöchel passt. Und hier ist noch ein Teser drum. So. Dann machen wir jetzt mal um. Weg. Zack. Oh, ich habe jetzt irgendwas verloren. Das ist, das um meine Knöchel passt, naja, wir schauen mal. Oh, das kann man noch ein bisschen länger machen. Ja, passt aber auch so gerade ins letzte Loch. Meine Fußfesseln sind zu groß. Warte mal. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Ja, Stinkefüße. Stinkefüße. Doch, das sitzt auch schön locker. Ja. Stinkefüße. Doch, das ist ein schönes Kettchen. Und das wird bei mir bleiben. Das ist süß. Und es passt. Stinkefüße. Ja. So. Dann haben wir als nächstes von Michalski Berlin ein Parfum. Das ist das Sunshine Woman. Kostet 12,95 Euro, 25 Milliliter drin. Schauen wir mal, wie das so duftet. Wie der Flakon aussieht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ist das denn? Oh, das ist sogar ein Eau de Parfum. Eau de Parfum ist immer gut. Dann sage ich mir jetzt nichts. Genau, alles auf Handy. Oh, das ist gut. Oh, das ist so richtig meins. Oh, süß. Schwer. Oh, das ist toll. Oh, ist das toll. Wieder ein Parfüm in meiner Parfümsammlung. Weil ich jeden Tag Parfüm trage, auch auf der Arbeit. Und ja, da geht das ein oder andere auch dann leer, ist ganz klar, ne? Ach, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Dann haben wir von Saint-Tropez ein Bronzing Body Mist, ein Glow Boosting. Oh, okay. Das muss man schütteln. Das ist diese kleine Sprayflasche. 7,90 Euro, 35 Milliliter.
Sommerbräune geht jetzt immer überall und super leicht. Das funktioniert dank diesen Selbstbräuners mit konzentrierter Vitamin-Power zum Aufsprühen. Die einzigartige Mischung dieses Body Mists aus 95% natürlicher Inhaltsstoffe sowie dem Sunshine-Komplex simuliert die Wirkung von Sonnenlicht und regt so die Vitamin-D-Produktion an, ganz ohne UV-Strahlung. Zusätzlich spenden Hyaluronsäure und Vitamin C Feuchtigkeit, schützen deine Haut. Also, ich glaube, das behalte ich mal. Ich bin ja nicht so ein, ne, Bräunungsspray-Fetischist. Trockene Stellen, Hände, Füße, Knöchel und Handgelenke peelen. Auf den ganzen Körper oder ins Gesicht sprühen und mit einer Handschuhe und sauberes Make-up Pinsel gleichmäßig verteilen. Bräune entwickelt sich in 4 bis 8 Stunden nach Belieben wiederholen, um eine intensive Bräune zu erreichen. Also, warte mal. Erstmal ein Peeling machen, damit auf den ganzen Körper oder ins Gesicht sprühen und mit einem Handschuh oder sauberen Make-up-Pinsel gleichmäßig verteilen. Ob ich das mal ausprobiere? Obwohl, ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen. Ich traue mich nicht. Hinterher sehe ich komisch aus und fleckig. Ich habe das, glaube ich, früher mal irgendwie als Jugendliche mal ausprobiert. Das war nicht so pralle. Nee, Leute, das wird auch weiterwandern. Sind jetzt 3 Sachen schon, die weiterwandern, aber ist nicht so schlimm. Dann kommen wir zu NYX. Och, ich hätte lieber die helle Version gehabt. Schade. Obwohl, das ist Metallic. Hubschrauber ist unterwegs. Das ist nämlich von NYX. Der andere will nämlich mal. Also. Das Must-Wear dieses Sommers, eine saftig-satte Lippenfarbe für einen ultraschillernden Effekt, sorgt die Soft Matte Metallic Lip Creams. Sie umhüllen deine Lippen mit einem hochpigmentierten, metallischen und gleichzeitig matten Finish. Kostet 8 Milliliter? Ne, 6,7 Milliliter. Ne, 6,85 Euro. Wir machen ihn jetzt mal auf. Wir nutzen ja eh Make-up. Das ist ein bisschen ein Gefummel, aber das kriegen wir schon irgendwie auf. Und wenn nicht, dann schmeißen wir es vor. Boah, was soll denn das? So. Ja, riecht wieder süßlich. Oh ja, die ist echt metallisch. Aber auch gleichzeitig mal, aber sehr, das fühlt sich wieder sehr schön an, dieser Lippenstift. Und er sieht so aus. Ne, ihr seht diesen metallischen Look so ein bisschen. Finde ich schön. Der wird natürlich ausprobiert. Da muss ich mir mal eben hier dran wieder wegmachen, weil sonst schmiert mir alles voll. Dann haben wir noch The Balm Cosmetics Petal to the Metal Mini Smart. Das ist ein Lidschatten. Ein Mono-Lidschatten. Behalte ich ja eigentlich nicht so gerne, aber den werde ich mal ausprobieren an dem Schminki. 3,50 Euro. Hier kommt frische Lidschattenpower für deine Beauty-Routine. Metallisch schimmernd überrascht dieser Eyeshadow mit seiner hochpigmentierten Farbe. Ja, okay. Ach so, ja, das ist cool. Finde ich süß, ne? Die Verpackung. So, 50-Style. Und dann hat man halt den, macht man den Deckel auf und dann hat man den Lidschatten da drin und wir swatchen den jetzt mal. Das ist so grünlich. Oh, Gold. Grüngold. Oh, der ist schön. Guck mal da. Der ist schön. Oh. Oh. Schick. Schick, schick, schick. Gucken wir mal und dann schauen wir mal, ob der bei mir bleibt. Kurz, habe ich schon gesagt, 3,50 Euro. Und jetzt zum letzten ist Love Me Green Anti-Aging Nachtcreme. 9,90 Euro. Gatulin, auch als Bio-Botox bekannt. Das ist die Antwort auf all unsere nächtlichen Sorgen, die sich in Form von feinen Linien auf unserem Gesicht niederlassen. Um diesen vorzubeugen, kann man gar nicht früh genug mit guter Anti-Aging-Pflege loslegen. Diese tierversuchsfreie Naturkosmetikcreme pflegt deine Haut mit einer Mischung aus den Anti-Aging-Wirkstoffen wie Gelée Royale sowie Bio-Gatolin und wertvollen Granatapfel sowie Arganölen. Aloe Vera spendet wertvolle Feuchtigkeit bis in die Tiefen und Shea Butter regt die Zellerneuerung an. Also 1 bis
2 bis 3 Stunden vor dem Schlafen gehen auf die gereinigte Gesichtshaut, den Hals sowie das Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Ja, schön. 9,90 €. Ja, wollen wir mal gucken, was damit so passiert. Ob es bei mir bleibt oder weiter wandern wird, schauen wir mal. Ja, ich rechne jetzt mal eben den Gesamtpreis aus und dann bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. Hab den Preis mal eben ausgerechnet und da sind wir bei 126,85 € und ich finde das echt, echt toll. Plus die, ja, diese Tasche natürlich, ich würde sagen, ja, so, ja, zwischen 5 und 10 Euro, denke ich mal, ne, wird die schon kosten. Also sind wir auf jeden Fall über 130 € für diese tolle Summer Bag. Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe das natürlich vorher schon mich so ein bisschen gespoilert, ob es sich auch lohnt, sich die für mich zu bestellen. Klar habe ich jetzt solche Sachen da drin gehabt, wo ich sage, hast du schon gehabt oder sprich dich nicht an. Aber ja, die Mehrheit hat mich angesprochen und deswegen habe ich sie auch gekauft. Genau. Und ich bin froh darüber und mein absolutes Highlight ist das total tolle Parfüm von Michalski und die und das Fußkettchen. Ja, habe ich ein No-Go. Eigentlich ist da kein No-Go drin, ne? Ja gut, für mich dieses Bräunungsspray, weil ich einfach es nicht benutze. Und ja, aber das wird nicht schlecht. Es wird weiter wandern. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird irgendwie an jemanden gehen und da bin ich ganz froh drum und ich bin froh, dass ich mir diese Bag bestellt habe. So, meine Lieben, das war's dann ja, von der Glossy Box Summer Bag und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen und natürlich über ein Abo. Ja, Abo ist kostenlos. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund und genießt den Sommer, solange er da ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.